Begonnen haben wir mit der Videosprechstunde, ich sage jetzt mal vor vielleicht 2 Jahren. Wir wollten eigentlich unsere Erreichbarkeit in der Praxis verbessern. Als Kinder- und Jugendarzt steht häufig das Telefon nicht still, gerade in der Infektzeit. Und wir wollten den Eltern, den Familien eine Möglichkeit geben, uns quasi neben dem Telefon per Video auch erreichen zu können. Wir hatten initial Sprechstundenzeiten für die Videosprechstunde festgelegt. Das war 1 Stunde am Vormittag, das war 1 Stunde am Nachmittag und haben also aktiv die Eltern, die angerufen haben, auf diese Videosprechstunden verwiesen. Und mit Beginn der Pandemie war es aber so, dass wir sehr schnell gesehen haben, dass diese 2 Stunden am Tag de facto nicht mehr ausreichen, weil einzelne Videosprechstunden auch durchaus länger gedauert haben, bis zu 15, 20 Minuten. Und so haben wir dann die Zeit ausgedehnt, aktuell eben auf die Zeit der Sprechstunde. Also die Videosprechstunde läuft parallel. Das geht natürlich nur, weil ich nicht alleine in der Praxis bin, sondern eben Kolleginnen habe. Und wir teilen uns das dann quasi auf, dass wir sowohl eine Zeit in der Praxis arbeiten können und eine Zeit eben die Videosprechstunde abhalten können. Aus Sicht der Praxis, die dieses Angebot den Eltern geben möchte, muss natürlich geschaut werden, dass das eine sichere Form der Kommunikation ist, dass die Datenschutzkriterien letzten Endes gewährleistet sind, dass also eine datensichere Kommunikation zwischen Arzt auf der einen Seite und eben Eltern auf der anderen Seite gewährleistet ist. Wir nutzen das so, dass die Kolleginnen neben mir, die die Videosprechstunde durchführen, in der Praxis in einem separaten Raum sitzen. Da ist also quasi außer der Kollegin niemand in dem Zimmer. Wir haben extra ein Büro in der Praxis, was wir zum Beispiel für die Videosprechstunde nutzen können. Und ich mache das, wenn ich die mache, hier von meinem Büro aus. Das heißt, das ist ein geschützter Raum, wo auch keine Dritten quasi Zugang haben zu der Zeit der Videosprechstunde. Und das muss auch so sein. Das ist ja im Prinzip wie ein persönliches Arzt-Patienten-Gespräch, was ja auch hinter geschlossener Tür stattfindet. Und so muss die Videosprechstunde quasi auf der anderen Seite, auf der Arztseite auch stattfinden. Das hat jetzt auch die Pandemie mitgebracht, dass das jetzt Routine ist. Am Anfang war das doch eher ein bisschen fremd, dass eben das Kind nicht vor einem saß und die Mutter nicht direkt vor einem saß. Aber dennoch hatte man, weil man ja sich sehen konnte, nicht nur hören, schon auch irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Und die Verbindung war trotzdem da und man konnte eigentlich von Anfang an da eine Einschätzung abgeben. Aber es war schon gewöhnungsbedürftig am Anfang. Jetzt im Rahmen der Infektzeit, die wir ja noch zu Beginn der Pandemie hatten und jetzt wieder hat, wobei sie dieses Jahr eigentlich aufgrund unserer AHA-Regeln sehr gering ausgefallen ist, war das schon ein Großteil der Konsultationen, muss ich mit dem Kind in die Praxis kommen. Wir haben uns die Symptome angehört, die die Eltern beschrieben haben und dann beratend quasi eine Einschätzung abgegeben, wie dringlich das Kind jetzt tatsächlich in der Praxis vorgestellt werden muss. Das war jetzt ein Großteil der Vorstellungsanlässe. Wir haben in der Praxis weiterhin unsere Prävention durchgeführt, die Vorsorgen und die Impfungen. Dazu müssen die Eltern natürlich kommen. Aber durch die Videosprechstunde konnten wir eben auch viele zu Hause betreuen und konnten dann einen geregelten Praxisablauf mit Präventionsthemen durchführen. Das war eigentlich für uns auch sehr angenehm, dass wir das so ein bisschen trennen konnten. Sehr gut funktioniert es bei Kindern mit Hauterkrankungen. Die Neurodermitis ist ja ein häufiges Erkrankungsbild im Kleinkindalter. Und teilweise war ja auch oder ist die Diagnose den Eltern bekannt. Hier geht es darum, den Verlauf zu beurteilen, wie die Haut sich derzeit darstellt. Da kann man sogar wirklich schauen und den Eltern eben Tipps zur Behandlung geben. Aber auch akute Vorstellungsanlässe, wie zum Beispiel der klassische Pseudokrupp-Anfall, den die Eltern ja teilweise auch schon kennen, dann beschreiben und fragen, ob sie jetzt nochmal kommen müssen oder ob sie so weitermachen können, wie sie eh schon begonnen haben. Also nochmal eine Bestätigung der Maßnahmen sich abzuholen, die Eltern, weil sie es ja schon kennen häufig und schon mal durchgemacht haben, eh schon ergriffen haben. Das waren so typische Beratungsanlässe gewesen. Im Rahmen der Pandemie waren viele Eltern zu Beginn sehr verunsichert, wollten auch nicht mehr in die Praxis kommen tatsächlich, hatten Angst, in die Praxis zu gehen. Und
hatten aber ihre Fragen. Und das war jetzt oder das ist immer noch ein Vorteil, dass man hier sehr niederschwellig Zugang eben zum Arzt bekommt, die Fragen stellen kann, Themen beraten lassen kann, ohne den Weg eben in die Praxis auf sich nehmen zu müssen, sei es aus Angst, sich anzustecken oder anderen Gründen, weil es ein längerer Anfahrtsweg ist. Die Kinder fühlen sich wohl, weil sie sind in ihrer häuslichen Umgebung. Manche Kinder sind schon sehr irritiert, wenn sie allein die Praxis betreten. Das fällt schon mal weg, weil sie ja zu Hause sind mit der Mama in ihrer gewohnten Umgebung. Das wäre also eher ein Vorteil. Und tatsächlich ist es bei uns so, dass wir viele Kinder mit ADS, ADHS betreuen. Und da war das auch eigentlich ein großer Vorteil, dass wir diese Verlaufsgespräche und Sie können sich vorstellen, im Rahmen der Pandemie war das gerade bei diesem Klientel eher schwieriger. Und wir konnten diese Familien und auch die Jugendlichen im Face-to-Face-Kontakt persönlich begleiten. Und da sah ich auch oder sehe ich einen großen Vorteil der Telemedizin oder der Videosprechstunde. Es ist ganz klar, ich kann kein Kind wirklich gut untersuchen. Man kann sich die Haut mal anschauen, man kann sehen, wie das Kind atmet, wie der Allgemeinzustand des Kindes ist. Also eine grobe Einschätzung ist möglich, aber ich kann nicht in den Mund gucken, ich kann nicht in die Ohren schauen. Das heißt also hier so im Rahmen der Diagnostik ist es schwierig logischerweise, aber immerhin kann man dann diese Kinder eben bitten, trotzdem in die Praxis zu kommen. Man kann also so eine Vorselektion machen, aber das ist natürlich eine Grenze. Also ich kann das Kind nicht untersuchen, ich kann beraten, aber wenn es dann angeschaut werden muss, dann muss das Kind natürlich trotzdem mit der Mama in die Praxis kommen. Im Schnitt sind wir etwa so bei 30 Konsultationen pro Tag, würde ich jetzt mal schätzen. Und von der Dauer der einzelnen Videosprechstunde variiert das natürlich auch von kurzen Beratungsgesprächen bis hin zu Stundenterminen, wenn wir jetzt Termine vergeben, zum Beispiel im Rahmen der Betreuung der ADHS-Patienten, da kann das auch mal länger dauern. Das ist also sehr variabel. Aber vom Zeitaufwand sind wir gut bei, 15 Stunden, sage ich jetzt mal, reine Videosprechzeit pro Woche. Rein technisch bin ich sehr zufrieden. Die Verbindung war immer stabil. Auch teilweise von unterwegs haben wir das gemacht. Also nicht wir, aber die Eltern. Also da gibt es, denke ich, wenig Verbesserungspotenzial. Dass zwei getrennte Systeme sind, also nicht unser Arztinformationssystem, sondern eine separate Software, wäre hier die Integration wünschenswert. Wir müssen das quasi, was wir besprochen haben, dann nochmal übertragen in unser Arztinformationssystem, was natürlich nochmal Aufwand für eine MFA bedeutet. Also wenn es hier eine Schnittstelle gäbe, dass man das direkt quasi aus der Praxissoftware heraus machen kann, das wäre sicherlich von großem Vorteil. Es wird weniger werden, weil natürlich ich auch jetzt schon bei den Eltern höre, dass sie das inzwischen als Highlight sehen, mal in die Arztpraxis kommen zu können, jetzt nach der langen Pandemie und nach dem langen Lockdown. Aber wir werden die Videosprechstunde weiter anbieten und sicherlich auch im gesteigerten Umfang als im Vergleich zum Start, als wir begonnen haben, aber im Vergleich zu der jetzigen Zeit wahrscheinlich reduzierter, weil die Termine dann vor Ort wieder steigen werden. Das ist meine Einschätzung. Verzichten werden wir nicht, weil das uns so einen Vorteil gebracht hat in der Betreuung unserer Patienten, dass wir da auf jeden Fall weitermachen werden.